Hallöchen meine lieben Unruhestifter, hier ist wieder euer Mr. Nerd vom Kanal Inside Gaming, der wohl nerdigste YouTuber, den ihr finden könnt. Und ich bin jetzt hier in Saints Row wieder alleine unterwegs, denn mein lieber Herr Corito, mein lieber Freund, ja, war in der letzten Folge dabei, weil es die letzte Folge war, die wir an den Abend aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mal Saints Row mit mit jemand anderen an meiner Seite zu sehen. Und ja, ich sag's mal so. Wir werden jetzt erst einmal eine bestimmte Waffe holen. Ah, ja. Schön, Stargate. Ja, da sind wir wieder. So. Aber erst einmal mache ich nochmal die Musik ein Tucken leiser, weil ich immer das Problem habe, dass da immer Musik kommt, die nicht so frei ist für mich. Das ist aber egal, jetzt gehen wir mal auf die Karte. Naja, erstmal holen wir unser Bargeld ab. 4018, ja, ich muss mal ein bisschen jetzt hacken, das wird ein bisschen anstrengend, aber egal. Und werden zum Planet Sin laufen, wenn das jetzt der Laden ist, den ich gesehen habe. Denn es gibt ein kleines Easter Egg in diesem Spiel, neben vielen anderen. Was mir besonders gefällt, nämlich, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Man in Black, die zirpende Grille. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Planet Sin bekomme oder in irgendeinem anderen Laden. Wenn ich diese Folge nicht finde, muss ich nochmal nachschauen, wo ich das bekomme. Aber ich werde es bekommen, keine Sorge. So und so, hacken erfolgreich. Jetzt gehen wir da mal rein. Tür öffnen. Naja. So, irgendwo war nämlich eine Tür. Ich glaube, das war nicht im Planet Sin. Egal. Gehen wir mal kurz shoppen. Outfits. Bordsteinschwalbe, reiches Mädchen. Get-Maskottchen. Cyber Saint. South Beach. Mod-Style. Kleine Schwarze. Die Gangsterbraut, Uncle Sam, Vintage, Mr. President, Herrenfrag mit Zylinders, Zero Saints 30, ah, 50er, Streetball, Adrette Hose, der eiserne Bandit, Safari Tour Guide, Königin Amazonia, Elektro DJ. Okay, kann ich irgendwie die Kampfrüstung ohne Helm nehmen, das frage ich mich jetzt, weil die gefällt mir eigentlich relativ gut. Aber wie es ausschaut, nicht. Gut, dann kaufen wir uns hier nichts. Ja, ich bin sicher, übernehmen. Jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. In irgendeinem Laden war das doch. Ich krieg da doch gerade echt... Ah, da ist ein Wimjobs. Ja. Planet Sin. Was dies Needle... Da ist noch ein Planet Sin. Oh, Katz und Maus. Koop geht nicht, weil ich alleine spiele. Aber sage ich einfach mal so, wir machen jetzt erst einmal den, ja, einen Hauptauftrag weiter, damit wir in der Story mal ein bisschen weiterkommen. Greetings. If you want to find and rescue your friends, you will meet me at my Rift. Goodbye. That was odd. No kidding. Does this guy really think we would just trust some random ghost in the machine? Well, if he can help it, it'd be worth it, right? Besides, it's the worst that can happen. I die. You die. We all die. So. Any combination that involves death at all, really. Simulation will remain open. The closer you land to the center, the stronger the connection. Okay. Das ist jetzt Geschicklichkeit. Look, I showed up to your rift, so start explaining how you'll get me to my friends. I know how to navigate the Zin systems and travel between them.
If you can find the right simulation, I can open a gateway between that one and yours. How do I know you're not just one of Zinyak's goons fucking with me? Because I have no love for the Zin, as I was once their prisoner too. I have been stuck inside the Zin simulations, creating rifts, which cause chaos for Zinyak, though the Zin inevitably shut them down. Why am I here doing this? Your help ensures I am able to keep them open permanently. A benefit to us both. So why don't you do this yourself? Where are you, anyway? My body has long since died. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. Then how can you open these gateways for me? I cannot. That is, not unless you find me a physical, mobile form I can download my memory matrix into first. So I find you a body, and I'm supposed to just trust that you'll help me? Unlike humans, I keep my word and pay my debts. Besides, you know you need me. Ja, wir brauchen dich, das wissen wir. Ja, ja. Ich fahre jetzt ruhig, damit ihr die Dialoge mal hört. Und jetzt wird es langsam ein bisschen schwerer. Alle hopp. Zentral gelandet, das ist schön. Jo, schön. Da ist das nächste. Spring. So. Leider kein Silber. Bronze haben wir jetzt geschafft. Das ist, ja, okay, eigentlich an sich. Aber knapp an Silber vorbei, das nervt jetzt natürlich sehr. Dafür kriegen wir aber wieder 2100 Sin-Dollar, sage ich mal, oder Sim-Dollar, wie man es schreiben will. Ja, jetzt geht's weiter. So, speichern. Ziel erreicht. Durchbruch. Was ist das denn? Ja, das... Okay, ich sag dazu nichts. Jetzt geht's weiter mit Gesetzesbrecher. Brandheiß. Ah, da müssen wir da lang. I want to make sure you are paid for your aid in keeping my rift open, and to ensure you see that I am willing to help your cause. Paid? How? I have found new code which allows you to change the element of one of your powers. You have a place I can test this? Indeed I do. Okay, also wir kriegen eine neue Kraft bzw. ein neues Element. Das wird dann Blast wohl sein. Also Feuer. Lauter Datensammlung. Ich glaube, ich sammle offscreen mal Datensammlung demnächst. Damit wir uns aufpimpen können. Und einfach nur um zu schauen, dass wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall ein bisschen mehr machen können. Okay, jetzt schwebe ich nochmal oder auch nicht. Ja, ja. Anlauf nehmen. Und springen. So. Jetzt schweben wir nochmal. Ja. Okay. Mit Springen kommen wir eindeutig schneller voran. Na komm, hopp. Da lang. Komm. Und jetzt sprinten wir wieder. Wir bekommen demnächst, in einer Hauptmission habe ich gelesen, auf jeden Fall unendliche Sprinten. Also dementsprechend wird es dann komfortabler für uns, dass wir durch Steelpod wandern können. Das freut mich sehr. Das wird awesome, sage ich mal. Denn Abteilung endlos sprinten ist nicht schlecht an sich. Okay, bin noch etwas weit entfernt. Nehmen wir die Kaneda, wenn das jetzt eine Kaneda ist. Ne, eine Estrada ist das. Nehmen wir die Estrada und fahren einfach. Ja, ich bremse mal kurz ab hier rum. So, 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 so. Eieiei. Das hätte böse enden können. Das hätte böse enden können. Aber richtig böse.
bekommen. Who fucking cares? Sind gleich da. Gleich da. Und da sind wir. Man, I wish my lady. So. Jetzt gehen wir mal gemütlich in die Mission hinein. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Oh, great. That's handy. Now use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. Yeah! Das ist das Schick. That had some oh, shit! I should be cooking ribs with this. Das ist doch schick. Ich mache übrigens ab jetzt 20 Minuten für die Saints Row, damit wir auch vorankommen. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch soweit, denn ich will euch ja was zeigen vom Spiel. Und da sind 15 Minuten zu wenig, sage ich mal. Also, wirklich, es ist mir besonders aufgefallen in den letzten Episoden. Und ja, ich kann mich damit selber nicht zufrieden geben. More element types exist in this simulation for various powers, if you are able to find or create the code, that is. Hey, thanks for the help. It is not help, only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Ja, das war die Simulation schon. Also, wir haben jetzt den Feuerball, den Blast. Der haut schön rein, auf jeden Fall. Bringt uns ein paar Vorteile letztendlich. Entfessel die Pyromanie und lass das Höllenfutter auf dein Höllenfeuer auf deine Gegner regnen. Werden wir machen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ein bisschen einfacher als das als die Eiskraft, sage ich mal. So. Weiter geht's mit der Mission. Geist in der Maschine hilft der KI, die Simulation zu betreten. Oder... Ja, machen wir einfach mal die jetzt weiter. Heute ist mal Hauptmission-Tag. Hauptmission-Folge. So, the AI won't help me break into other simulations unless he gets a body. So how do we get him one, Kinsey? The Zin have almost everything in the simulation locked tight, but there is something you can use. A control and interface device. Okay, great. Where do I find one? You're in luck. The Zin have a bunch in transit right now. So, jetzt soll man nämlich dieser Simulation helfen, die dieser KI die Simulation zu betreten, so. Wer die Simulation ist, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Das werden wir sehen, auf jeden Fall. Und ja, während ich hier die Hauswand hochlaufe und nochmal hochlaufe. Hopp, springen. Ja, die nehmen wir mit, die liegt auf dem Weg. 1100 Meter noch. Ja, es sind weite Strecken. Okay, werfen in der Luft geht auch. Gut, gut, gut. Ja, jetzt lasse ich mich einfach mal fallen. Und weiter geht's. Jetzt sind wir auch da. Ah. Ein ehemaliges Hauptquartier von uns ist das. Das Cyniac in der ersten Episode in der Simulation so genommen zerstört hat, um uns die Macht in der Simulation zu nehmen. Und jetzt werden wir sehen. Ah. Okay. Okay, okay. Jetzt müssen wir so eine Drohne bekommen, so ein CID oder SID.
Okay. Go back to that first hotspot you took down. You can get a CID there. Simple smash and grab, huh? Sure. Go with that. Just get one and take it to a safe spot. You don't want to deal with Zinn while trying to hack that device. I'm curious, is there any way to get this AI a body in the real world, too? At this point, the AI is purely information. He's entirely digital. You could download him to your phone if you wanted. Why? Does he want a body? Would you want to be stuck inside the simulation forever? Good point. I'll check the ship for a suitable shell just in case. Upsa. Weiter geht's. Along with the CIDs, the Zinn are transporting a prototype for a contained forced recursive feedback projector. Kinsey, that sounds like complete bullshit, even coming from you. Imagine a gun that fires a bullet that bounces from one target to another to another to another like a pinball racking up a billion points. Und ich sollte vielleicht etwas Lebensenergie bekommen, denn ich gehe gleich wieder drauf und das ist nervig. And on to the next. Gut. Okay, wir sollen uns ein Querschlägergewehr kaufen. Ah. Okay, jetzt haben wir das. Careful not to damage all the CIDs. I don't know when or if we'll get another chance to get one of these. Yeah, Kinsey. I got this. Oh. Which CID should I grab? It doesn't matter. Just pick one. Jetzt haben wir es geklaut. Jetzt machen wir irgendwas. Oh, shit. What did you do? I touched it. Well, touch it different next time. What the hell, Kinsey? Don't pin this on me. These things are broken. Ah. Weiter geht's. You blow up on me. Ah. Gut. Yes. Finally. Quick, get to a safe spot so you can crack it open. How far away do I need to be? Just away from the Zinn. Pick some place they won't find you. How long is this whole thing gonna take? I won't know until I crack open the device and see how it ticks. All right, the spot looks good. Keep an eye out while I work on this. I guarantee the Zinn have a way of finding these devices remotely. Shit, they found us. Don't let them take the CID. Work fast. That had some style. So. Okay, jetzt müssen wir es verteidigen auch noch. Das mag ich ja besonders. Ah. Da ist er. Jetzt wird's hier ungemütlich. Sehr ungemütlich. So, wo ist der nächste? Ich habe doch eben noch einen gespürt, der auf mich geknallt hat. Oh hey, I found the tracking device. You done yet? Would you like to take over? I could shoot aliens for a while. Fair point. So. Okay. Wir sind auch fast fertig. Kinsey, you still there? Almost done. Oh! Hold on. Oh. Ja,
Jawohl, haben wir es geschafft. Little bit more. Little bit more, ja. Ich weiß, da ist Gesundheit. Okay, the CID is cracked and clear for uploading. Inputting the AI code now. Great. How long until the upload is complete? 55 minutes. 55 minutes? These things usually take like 3 to 5 tops. Look, the connection to this area is slow. Get closer to a major connection point like a power plant and this might go faster. Why didn't we go there first? Because a major connection point for the simulation is going to be heavily guarded. Will Sid download faster? Well, probably, but... We're taking this thing there. Okay, bringe Sid zur Energiequelle. Okay. Weiter geht's. Once Sid's up and running, how long until we can use him to get my crew? Well, assuming the AI wasn't lying, I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it. Speaking of which, who do you want to grab first? Pierce? Shondi? I think we should get Matt. Miller? Oh my god, why? Matt turned himself around after Steelport. He joined MI6. He helped with Cyrus Temple. You know, he's useful. Useful? You have a lot on your plate, Kinsey. I figured with all this cyber hoozy hoozy, you could use the help. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Two heads are better than one, Kinsey. Set it up. Okay, meine lieben Unruhestifter, die 20 Minuten sind soweit vorbei. Ich will nicht überziehen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet diese Folge wieder Spaß mit den paar Hauptmissionen. Ich werde gleich weiter aufnehmen. Für die nächsten Tage auf jeden Fall schon mal. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und tut mir einen Gefallen. Bleibt nerdig beim Unruhestiften. Lasst euch bloß nicht von den Gesetzeshütern erwischen. Denn ich brauche euch noch, das wisst ihr. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war es von mir für dieses Mal wieder. Hier ist meine Endcard. Links geht es zur letzten Minecraft Pixelmon Mod Folge. Rechts geht es zur letzten Saints Row 4 Folge. Und ja, wenn ihr jetzt nichts mehr von eurem Mr. Nerd verpassen möchtet, habt ihr jetzt die Gelegenheit, in der Mitte zu abonnieren. Ist natürlich kostenlos. Ich würde mich sehr drüber freuen. Danke, dass ihr mir wieder zugeschaut habt und bleibt nerdig, bis zum nächsten Mal.